Hallo meine lieben Freunde, ich möchte euch heute wieder ein neues Gerät vorstellen. Ja. Also ein neues Werkzeug sozusagen, ein Helfer, eine Maschine, ja. Einfach was ganz Neues für mich. Und zwar geht es ja darum, ja, es gibt so viele Sägen, ja, für Holz, für Metall. Mit Akku, ja, mit Akku, was man eigentlich dann überall benutzen kann, ja, und den Akku wollte ich auch schon haben, also nicht extra kaufen, ja, und ja, da ist der Akku und da habe ich mir was bestellt und ihr seht an der Verpackung, ja, es ist, ja, es kommt aus einem Land, wo wir viele Fußgänger beziehen, ne? Das Gerät gibt es auf der einen Plattform mit den vier blauen Buchstaben, ja. Aber da müsst ihr halt noch Zoll bezahlen. Und da habe ich das Gerät da geholt auf der Plattform mit den vier bunten Buchstaben, ja. Da ist ja inklusive Zoll und da habt ihr auch keine Probleme, ja. Und da könnt ihr dann auch Anspielgeld machen, wenn das Gerät defekt ist, ne? Umtauschen etc. Da packt man es mal aus, wa? Immer schön wasserdicht verpackt, damit nichts passieren kann. Da ist es. Es ist, wie gesagt, unscheinbar. Ein ganz normaler Karton. Also ich bin selber überrascht, ja, ob es funktioniert, ob das ganz ist und was weiß ich. Naja. Voilà. Na, dann gucken wir mal rein. Ich hab's. Guckt euch an, es ist eine Maschine. Und die Farben, man kennt ihr ja, das ist die Spezialfarbe von auch einem berühmten Hersteller. Also liegt gut in der Hand. Und da habe ich auch einen Akku, den kennt ihr auch, ja. Also der ist baugleich mit dem vom einen namhaften Hersteller, ne? Und den probiere ich jetzt und er passt und startet. Schaut an die Bewegung, er guckt an die Bewegung vorne, ne? Es ist eine Säbelsäge, genau. Ja, ihr habt ja sicherlich gesehen, wa, dass ich dann auf einmal ein bisschen komisch geguckt habe, ja, als ich dann das Gerät, ne, rausgeholt hatte und es mit dem wunderschönen No-Name-Akku verbunden hatte. Klack und dann Säbelsäge, klar, aber hier kein Sägeblatt. Hatte ich mitbestellt, wurde leider nicht geliefert, sondern wurde dann nachgeliefert. Ne. Das war dann so ein Set, ja, mit allen möglichen Dingern für Holz und Metall. Und da probiere ich mal, wie das jetzt passt, ne? Mit den normalen. Bevor dieses Sägeblatt aber reinmacht, ne? Entweder einen Akku ziehen oder hier habt ihr eine Taste, ne? Verriegelung. Dass ihr auch ja nichts macht, ne? Also ihr Finger ab und so ist nicht gut. Also ich rate euch einfach immer Akku raus, ja? Ist echt das Beste. So, dann habe ich hier das Sägeblatt, ne? Und das Teil und jetzt stecke ich das mal rein. Also nicht einfach reinstecken, ne? Ihr habt dann hier so eine Schraube zum Drehen, Spanner und dann reinstecken. Zack
und dann ist das so richtig fest, ne? Wirklich. Ja, und jetzt probieren wir es mal aus, wa? Also wieder entsperren und ne, mal probieren, ob es geht. Ja, ihr habt gesehen, funktioniert richtig gut, ja, das Gerät. Und ihr dürft halt nicht aufdrücken, ne. Ihr müsst die einfach so für sich machen lassen und dann wird das wunderbar. Hier noch ein paar Eckdaten vielleicht. Ja, es wird da nicht groß was beschrieben. Also nur 3000 Umdrehungen pro Minute macht darin das Teil, wa? Und damit ganz ordentlich sägen, ja. Und es funktioniert auch. Mal sehen, wie lange, ja. Also ich habe so in der Bucht gekauft für einen schmalen Taler. Ja, kostet das Ding ohne Akku, wa? So um die 25 Euro mit Versand. Und da sind wir mal gespannt, wie lange das hält, wa? Und es ist ein schöner Begleiter für draußen, wa? Wenn du mit der großen Säge hinkommst oder nicht mit einem Fuchsschwanz sägen willst, wa? Ist ja auch wie ein Fuchsschwanz, nur mit Motor, mit Akku, ja. Und wichtig, Akku, keine Schnur dran. Könnt ihr aber mit hinnehmen, mit Akku, ja. Und ich habe hier einen 18 Volt, wa? 6 Ampere Stunden, der hält schon eine Weile, da passt er auch in die normalen Akkuschrauber und Sägen rein, ja. Und funktioniert alles wunderbar. Also für mich erstmal eine Kaufempfehlung, ja. Also ich habe jetzt kein Geld dafür gekriegt für die Werbung, ich wollte nur zeigen, was es alles so gibt, wa? Und ob es so funktioniert, weil viele scheuen sich ja davor, sowas zu kaufen, weil ihr wisst ja, wo es herkommt. Und auch die namhaften Hersteller, ja, bauen euch mittlerweile alles in China und da müsst ihr einfach ein bisschen drauf vertrauen, dass es funktioniert. Alles klar. Wieder ein neues Spielzeug. Das war's für heute, euer Micha. Bye, bye.